Was kann ich als Wirtschaftsingenieur eigentlich nach meinem Studium arbeiten? Wie sieht mein Alltag aus? Welche Berufsaussichten und Möglichkeiten habe ich? All das werden wir in diesem Video einmal klären. Schon vor ein paar Monaten habe ich ein Video dazu gemacht, was sehr gut ankam. Vielen Dank dafür. Wir werden jetzt aber heute mal konkret auf die Konzernkarriere eingehen. Das heißt, wir lassen mal Startups, Mittelständler, Beratungen außen vor und ich erzähle euch mal, was du machen kannst, um als Wirtschaftsingenieur danach in einem Konzern zu arbeiten. Konzerne sind bei vielen Wirtschaftsingenieuren super attraktive Arbeitgeber, weil hier das Gehalt passt, die Benefits, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten und auch meistens die Kollegen, die sehr, sehr cool und entspannt sind. Und hier kannst du auch spannende Projekte vorantreiben, hast nicht so viel Verantwortung am Anfang, kann man aber im Laufe des Jahres bekommen. Aber trotzdem fällt hier die erste Wahl auf die Konzerne von vielen Studenten. Du musst jetzt aber ein paar Sachen beachten. Du kommst natürlich nicht einfach so in einen sehr guten Konzern rein. Es gibt natürlich viel Nachfrage in einigen Firmen und du musst natürlich schauen, dass deine Noten halbwegs passen, dass du gute Praktika gemacht hast, optimalerweise schon in der Firma, zu der du danach möchtest und mal dein Netzwerk ausgebaut hast. Das heißt, schon Leute kennst, die auch mal die Bewerbung einmal durchreichen können, nicht erst den offiziellen Bewerbungsprozess gehen, dann hast du schon sehr gute Chancen, da reinzukommen. Du musst ja natürlich auch halbwegs sicher sein, ja, das muss nicht so eine hundertprozentige Überzeugung sein, aber halbwegs sicher solltest du dir sein, dass der Konzern das Richtige für dich ist. Wenn du jetzt extra irgendwie eine Stunde am Tag hin und eine Stunde zurückfahren musst und eigentlich weißt du gar nicht so richtig, ob du jetzt in einem Konzern arbeiten willst, dann würde ich mir eher mal noch Gedanken machen, ob das das Richtige für dich ist. Aber wenn du schon halbwegs weißt, dann ist dieses Video sehr, sehr kostbar für dich, weil ich werde dir einmal zeigen, was machst du denn jetzt so im Konzernalltag. Ich kann mal von meiner Erfahrung beschreiben, was ich denn so miterlebt habe bei Daimler. Und das war sehr, sehr spannend, weil viele denken ja immer, Konzerne sind sehr träge und langsam. Ich habe aber mein Arbeitsumfeld als ein sehr dynamisches erlebt, obwohl das jetzt nicht das jüngste Team war. Und ich muss sagen, wenn du studiert hast und du interessierst dich für eins dieser Themen, dann kannst du da wirklich sehr gut Karriere machen. Doch was sind jetzt eigentlich die konkreten Aufgaben von einem Wirtschaftsingenieur in einem Konzern? Naja, wir müssen erstmal differenzieren zwischen, hast du einen Abschluss, der einfach nur ein Bachelor ist, nur in Anführungszeichen, oder hast du einen Master gemacht und willst jetzt vielleicht ein Trainee-Programm da abschließen. Fängst du jetzt nach deinem Bachelor in einem Konzern an, wirst du vermutlich erstmal eine ganz normale Stelle bekommen, in der du keine große Verantwortung hast. Vielleicht bist du für ein einzelnes Bauteil verantwortlich, für ein einzelnes Verfahren verantwortlich, das hat jetzt aber so nicht die größte Priorität. Natürlich wirst du von Anfang an viel machen müssen, ja, nur weil du wenig Verantwortung hast, heißt das nicht, dass nicht super viele Aufgaben anstehen. Aber du wirst erstmal nicht zu viel Verantwortung tragen können. Damit muss man einfach klarkommen. Es gibt bestehende Prozesse und Strukturen und Systeme, die werden dir einfach vorgegeben, die werden über dich drüber gestülpt und du kannst nicht viel dagegen machen. Fand ich nicht so schlimm. Ich fand es ganz im Gegenteil sogar attraktiv, weil du durftest am Ende des Tages trotzdem selbst bestimmen, gerade aufgrund der Größe von so einem Konzern und von so Teams und Abteilungen in einem Konzern, was will ich denn überhaupt machen? Also, wo will ich meine Expertise einbringen? Was will ich arbeiten? Das ist natürlich jetzt in der Festanstellung nicht mehr so einfach. Da gibt es schon vorgegebene Projekte, an denen du mitarbeiten musst. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich einen gewissen Spielraum, wie du an dein Ziel kommst. Das heißt, in den meisten Abteilungen darfst du sehr selbstbestimmt arbeiten. Du wirst auch übrigens nicht darum herumkommen, einfach die Basics von Excel, PowerPoint und Word zu beherrschen. Hier wird viel mit Excel gearbeitet, weil man viele Informationen hin und her schieben muss, abteilungsübergreifend. Du musst einfach die Grundfunktion kennen, du musst mal einen Code in Excel schreiben können, du musst eine PowerPoint erstellen können, die ansehenswert ist, ohne dass irgendwelche Sachen total verschoben sind. Und mit Word solltest du halt auch halbwegs umgehen können, einfach mal, um auch eine wissenschaftliche Arbeit vielleicht über ein Thema zu schreiben. Ja? Das sind Grundlagen, die solltest du im Studium lernen, das können wir aber mal in einem extra Video machen. Nichtsdestotrotz ist das einfach der Arbeitsalltag. Was auch übrigens zu einem Skillset gehört von einem Wirtschaftsingenieur, ist so eine Grundlage an Programmierfähigkeiten. Wenn du wirklich gar nicht programmieren kannst als Wirtschaftsingenieur, dann wirst du es dir enorm schwer tun. Also tu dir selbst den Gefallen und lern das. Pass im Studium da auf. Beleg als Zusatzmodul irgendeine Basic-Programmiersprache, dass du nur ein Grundverständnis hast. Es ist auch am Ende nicht so, dass du programmieren musst aktiv, aber es macht dir halt vieles leichter, wenn du verstehen willst, warum gewisse Funktionen in der Software einfach so laufen, wie sie laufen. Dann kannst du damit viel effizienter arbeiten, ja, als wenn du dem einfach nur ausgeliefert bist und dir denkst, okay, du benutzt jetzt gerade eine Software, die musst du natürlich nicht selber erstellen, du bist ja kein Informatiker, nicht selber programmieren, aber du musst sie halt benutzen können. Weil als Wirtschaftsingenieur bist du nun mal irgendwo die Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft und das
ist eben die Voraussetzung dafür, dass du ein guter Wirtschaftsingenieur wirst, dass du so ein gewisses Grundkenntnis vom Programmieren hast, beziehungsweise eine Vorstellung. Was macht man jetzt noch als Wirtschaftsingenieur? Ich kann ganz konkret sagen, dass du beispielsweise verantwortlich bist für den Ablauf eines gewissen Modells. Ja? Ich war damals verantwortlich für den Ablauf der S-Klasse. Das heißt, ich habe geschaut, dass die neue S-Klasse, die neuen S-Klassen, die gebaut werden, einfach geprüft wurden vom TÜV intern in der Willingen-Kabine. Da wurden die Farben abgeglichen und auch natürlich den Crashtest. Das war eines der spannendsten Erlebnisse, die ich damals mitgenommen habe, dass einfach alles passt. Ja? Es müssen die technischen Sachen passen bei einem Crashtest. Die Farben müssen natürlich abgestimmt sein. Das muss alles TÜV-zertifiziert werden und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es natürlich zwischen den einzelnen Stationen auch mal Kommunikationsschwierigkeiten. Nehmen wir als Beispiel den TÜV. Der erwartet, dass nach Ende der Produktion, 5 Tage später, das Auto ankommt. Kann ja aber natürlich sein, das Auto kommt nicht an, weil Grund XY. Der Farbabgleich hat nicht ganz gestimmt, Auto muss nochmal nachlackiert werden. All diese Sachen sind sehr, sehr aufwendig zum Koordinieren und das kann deine Aufgabe sein, ja? Dass du zwischen verschiedenen Stellen koordinierst und hier Ordnung und Klarheit reinbringst, dass sich nicht der TÜV fragt, wann kommt mein Auto, oder dass der TÜV stillsteht plötzlich und sich fragt, okay, wo ist das Auto, wir können nicht weiterarbeiten. Du bist für solche Sachen verantwortlich. Oder du bist für einen Bauteil verantwortlich, wenn du bei einem Automobilhersteller bist. Das heißt, dir wird einfach die Zuständigkeit übergeben, von der Entwicklung bis hin zur Produktion, bis hin zur Montage. Und du musst einfach alle Probleme lösen, die von das Teil wird produziert, über das Teil wird geliefert, bis hin zu das Teil wird verbaut und auf dem Markt benutzt auftreten. Ja? Und das ist halt einfach dann eine Aufgabe, wenn du die erstmal bekommst und verstehst, was da dahinter steckt. Allein wenn du überlegst, wie viele Lieferanten ein Bauteil liefern, also ein Bauteil kann ja auch aus mehreren Komponenten bestehen, dann merkst du auch, was für ein Aufwand dahinter steckt. Du brauchst die ganzen Bauteilzeichnungen, du musst schauen, sind die alle in dem Maß, in dem sie sein sollen, liefern die die Qualität, kann man die verbauen, sind die in der richtigen Farbe. Also das sind nur 5 Fragen von 5000, die du dir stellen musst, und es wird immer wieder Probleme geben. Da kommen wir auch nicht zu einer Fähigkeit, die du auch brauchst als Wirtschaftsingenieur: flexibles und dynamisches Denken. Du kannst nicht einfach sagen, wie beim Edeka an der Kasse, ich ziehe halt die Produkte drüber und mache immer wieder das Gleiche, bis es Piep macht, sondern du musst dich halt auch auf neue Herausforderungen und Probleme einstellen. Wenn es halt plötzlich heißt, okay, hier sind jetzt 1000 Spoiler und die sind halt alle mangelhaft, da musst du zu dem Lieferanten fahren. Woran lag das? Wie kann man das verbessern? Wer ist jetzt zuständig dafür, um diesen Kostenpunkt abzudecken? Ja, du gibst das Problem dann auch weiter. Also du sorgst dann einfach durch deine Fähigkeit, ein Projekt oder ein Bauteil zu koordinieren, dafür, dass Mehrwert geschaffen wird in der Firma. Und wenn du auf sowas Bock hast, dann ist es natürlich sinnvoll, sich das davor mal schon mal als Werkstudent oder Praktikant angeschaut zu haben, weil natürlich wirst du jetzt nicht bei irgendeiner Firma angestellt und die sagen, ach, mach du mal das Bauteil, das wirst du schon irgendwie schaffen, sondern du musst natürlich ein gewisses Skillset mitbringen. Deswegen sagen wir auch immer, man muss neben dem, dass man weiß, wie man sich richtig bewirbt, verstehen, wie funktionieren die grundlegenden Softwareprogramme. Excel, PowerPoint, Word. Englisch sprechen ist mittlerweile super wichtig. Ein Verständnis fürs Programmieren haben. Ja? Das sind alles so Themen, die sind einfach super relevant. Neben so Sachen wie Rhetorik, dass du gut kommunizierst mit anderen, direkt kommunizierst und keine Probleme hast in deiner Kommunikation. Und wenn du auf sowas Bock hast, also einen Job bei einer guten Firma, da musst du natürlich auch was mitbringen. Ja, neben diesen Skills sind auch Noten relevant. Neben diesen Noten ist auch ein gewisses Engagement relevant, weil die wollen natürlich nur die Top-Leute, die Top-Firmen, und nicht irgendwelche, die mittelmäßig aus ihrem Studium rausstolpern und eigentlich gar nicht wissen, wo sie jetzt gerade landen. Du wirst als Wirtschaftsingenieur immer einen Job bekommen, da musst du dir keine Sorgen machen, aber du willst natürlich jetzt auch nicht irgendwelche Zahlen hin und her schieben, nur sonst kannst du dich auch gleich bei Edeka an die Kasse setzen. Heißt nicht, dass das was Schlimmes ist, wenn du bei Edeka an der Kasse sitzt, aber dafür hast du nicht studiert am Ende des Tages, ja? Dann hättest du dir das sparen können. Und um ein richtig gutes Studium zu machen, solltest du einmal mit uns sprechen, weil wir haben schon hunderten sehr erfolgreichen Studenten geholfen, ihr Studium noch mal weiter zu verbessern, in die Top-Firmen zu kommen mit sehr attraktiven Einstiegsgehältern, und diese Chance möchte ich dir auch geben. Einfach mal unter dem Video auf den Link klicken, dann sprechen wir uns vielleicht schon bald persönlich. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Bis dahin alles Gute, dein Valentin. Ciao.